Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sigmar Gabriel erkannt hat, dass es eine wirklich grüne Kompetenz für das Thema Energiewende gibt. Deswegen hat er den Staatssekretär Rainer Barke berufen, der natürlich maßgeblich an diesem Papier mitgewirkt hat. Das ist zu bedenken, wenn ich jetzt deutlich auch das Papier kritisieren möchte. Herr Kretschmann findet das gut, Mensch. Der hat mit Herrn Seehofer Papier gemacht. Sehr schön. Also, ich glaube, es ist wichtig, dass wir über das Thema Reform des EEG diskutieren. Ich finde es wichtig, dass es ein klares Bekenntnis zum EEG gibt mit diesem vorgelegten Papier. Unsere Kritik richtet sich daran, dagegen, dass nicht ausreichend das berücksichtigt wird, was tatsächlich die EEG-Umlage ansteigen lässt. Und das ist das große Thema ja momentan in der öffentlichen Wahrnehmung. Es ist so, dass der CO2-Zertifikatehandel nicht funktioniert. Das führt zu einem Verfall der Börsenstrompreise, übrigens auch dazu, dass die Kohlekraftwerke nach vorne kommen. Und das ist zu 50% verantwortlich für den Anstieg der EEG-Umlage im letzten Jahr um 1 Cent. Zu 50%. Nur 13% sind verursacht worden durch neue regenerative Anlagen. Von daher ist der extreme Zeitdruck, den Herr Gabriel an den Tag legt, mit den extrem kurzen Fristen eigentlich weder notwendig noch wirklich zu erklären. Dass es zur Reform kommen muss, da sind wir uns völlig einig. Und es gibt gute Ansätze in diesem Papier, das will ich auch deutlich betonen. Ich danke Ihnen übrigens auch, Herr Minister, für Ihre Rede. Ich will auch deutlich sagen, dass ich begrüße Ihre Prioritätenverschiebung. Ganz klar das Bekenntnis zur Windkraft onshore, der billigsten regenerativen Energie und auch zu den Herstellern in unserem Lande. Und dann kommen wir zum anderen sehr wichtigen Punkt, tatsächlich das Thema Offshore. Und da werden wir im Papier sicherlich im Hintergrund nachsteuern müssen, um die Belange unserer Unternehmen im Land Mecklenburg-Vorpommern besser zu vertreten. Ich will bloß auf einen Punkt deutlich machen, das große Thema Stauchungsmodell. Natürlich nimmt jeder, der ein Projekt finanziert, gerne so viel wie möglich Geld am Anfang, um seine finanziellen Risiken so klein wie möglich zu halten. Das ist absolut legitim, das kann jeder nachvollziehen. Langfristig wird dieses Modell aber der Offshore-Windkraft auf die Füße fallen, weil dadurch optisch der Eindruck entsteht, sie seien besonders teuer. Die Offshore-Branche selber hat verkündet, sie würden demnächst um bis zu 40% die Preise senken können. Das ist natürlich dann logisch, dass Herr Gabriel in seinem Papier dann eine stärkere Absenkung auch im Stauchungsmodell vorsieht. Ich will Ihnen einen Satz aus dem Papier vorlesen von Herrn Gabriel. Dort heißt es: Darüber hinaus ist es für die mittelfristige Entwicklung der EEG-Umlage von großer Bedeutung, dass die Förderung nach dem sogenannten Basismodell, das auf eine längere Förderdauer bei niedrigeren Vergütungssätzen zielt, für Investoren im Vergleich zum Stauchungsmodell wirtschaftlich attraktiv bleibt. Und diesen Satz will ich dick unterstreichen. Nehmen Sie das bitte in die Verhandlungen mit. Machen Sie ein Optionsmodell, was dieses Basismodell schon jetzt interessant macht. Die Offshore-Industrie hat ein großes Interesse an Planungssicherheit. Das ist wichtiger als die Centbeträge. Sie können Ihnen einfach anbieten, dass im Basismodell mit der Vorlage der fixen Finanzierungszusage der Bank, Sie Ihnen anbieten, im Basismodell gibt es dann eine Finanzierungszusage für einen deutlich niedrigeren Preis für eine längere Zeit. Das will die Offshore-Branche und genau das könnte jetzt die EEG-Umlage in den nächsten Jahren massiv entlasten und Sie müssten dafür auch Ihren Koalitionsvertrag nicht ändern, denn es ist nur eine positive Option, die dann auch das langfristige Modell darstellt. Zum Thema Strompreis in Mecklenburg-Vorpommern, weil das natürlich die meisten Menschen sehr interessiert. Wir haben konkret eine Umfrage gemacht bei allen Stromgrundversorgern im Land Mecklenburg-Vorpommern. Es sind 19 an der Zahl. Das Ergebnis: Im Jahr 2014 bleibt der Strompreis konstant in Mecklenburg. Es gibt 2 Stromversorger, die die Preise senken. Es gibt 3 Stromversorger, die die Preise ganz leicht anheben, um weniger als 2 Prozentpunkte. Und es, wie gesagt, es gibt 2 Stromversorger, die die Preise sogar senken, 3 heben sie leicht an. Im Schnitt bleibt das völlig gleich. Das ist das Signal. Und womit hängt es zusammen? Der Anstieg der EEG-Umlage um 1 Cent wird tatsächlich jetzt kompensiert durch die herabgehenden Börsenstrompreise, die die Stromversorger jetzt im Jahr 2014 weitergeben. Es ist also richtig, darüber nachzudenken, wie kann das EEG wesentlich preiswerter formuliert werden. Wir werden morgen ja den Antrag zum Thema Direktvermarktung, wir reden also dann über das Thema, wie marktkonform lässt sich die Förderung regenerativer Energien gestalten. Darüber werden wir reden. Ich möchte noch deutlich das Thema Biogas ansprechen, weil wir das morgen nicht noch mal drauf haben werden.
Das Thema Biogas, hier fehlt mir ganz besonders die Direkteinspeisung von Biogas in das Erdgasnetz. Die ist wieder nicht geregelt im EEG. Das ist eine große Chance, das zu tun. Wir brauchen die Biogasanlagen vor allen Dingen als Regelenergie. Wir brauchen dringend eine Regelung im EEG, die die Finanzierung von neuen Direkteinspeisungsanlagen in das Erdgasnetz aus dem Thema Biogas finanziert. Und das ist ein wichtiger Verhandlungsauftrag an Sie. Nehmen Sie das bitte mit in die Verhandlung und sorgen Sie dafür, dass das reinkommt. Das hilft der Bioenergiebranche und es hilft vor allen Dingen der Energiewende, weil wir damit eine planbare und sichere Versorgung aus regenerativen Energien in Deutschland garantieren können. Ich danke Ihnen.